Hallihallo, Hallöle, ich bin's, eure Frau Trollinger und mein Thema heute: Experten. Also innerhalb der letzten 6 Monate bin ich über dermaßen viele Experten gestolpert, wo ich mich manchmal frage, wo kommen die alle her? Ist da irgendwo ein Gullideckel aufgegangen und die mussten erstmal alle nach oben oder was ist los? Jeder hat irgendwie angeblich so viel, ne, Leute um sich rum und dies und das und jenes und so viel in seiner Freundesliste und so viel Weite und was weiß ich. Und wenn man denen dann mal nachgeht oft, weil viele machen ja dann Videos, merkt man eigentlich sehr schnell und sehr häufig, dass da nicht viel Experte hinter ist. Es gibt natürlich ein paar Leute, die haben dann wirklich rausgefunden, wie es geht und wie es dann auch läuft, aber diese anderen angeblichen Experten, die bleiben dann natürlich auf der Strecke, weil die schaffen das eigentlich gar nicht. Einer sagt immer grundsätzlich, ich bin kein Experte für irgendwas, sondern ich bin einfach nur ich. Ich habe ein gewisses Wissen in irgendwelchen Bereichen und habe das dann auch ausgetestet, das gebe ich dann auch gerne weiter, aber das war es dann auch schon. Ich würde mich nie Experte schimpfen für irgendwas. Wozu? Wenn ich das Wort Experte höre, bin ich weit weg. Weil da sind mir so viele schwarze Schafe mittlerweile bei, dass dieses Wort eigentlich schon verrucht ist, finde ich. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Und was hast du bei dem Wort mittlerweile Experte für ein Gefühl? Wie gesagt, ich habe zum Beispiel Experte für Ernährung. Ist für mich das dämlichste Wort, was es gibt. Ernährungsberaterin oder Ernährungsberater finde ich also ein viel schöneres Wort. Wir haben tolle Wörter früher gehabt für Berufszweige, für Sachen und so weiter. Die werden gar nicht benutzt. Plötzlich sind alle Experten. Es ist so eine Expertenmanie. Und man kriegt dann irgendwann so eine Anfälligkeit, so eine Allergie. So, Experte, nicht. Von daher. Ich weiß nicht, wie du drüber denkst. Lass es doch mal unten drunter. Vielleicht hast du ja auch schon mit einem sogenannten Experten zusammengearbeitet und Erfahrungen gesammelt. Ich würde mich freuen, wenn du uns das hier erzählen würdest, weil genau das ist es, was wir im Moment einfach mal brauchen. Informationen. Welche Erfahrungen hast du gemacht mit den Experten? Ich würde mich freuen, wenn dir mein Video gefallen hat, dass du mich einfach verfolgst. Stalke mich. Drück den Follower-Button. Und wenn es dir besonders gut gefällt, dass du sagst, hey, ich möchte jedes neue Video haben, dann drück doch einfach das kleine Glöckchen. Dann kriegst du jedes Mal Bescheid, wenn ich ein neues Video gemacht habe. Ich mache fast täglich ein Video, also von daher, außer so an Tagen, wo es mir nicht so gut geht oder ich mal wirklich keine Zeit habe, aber kommt selten vor. Von daher würde ich mich freuen, wenn du mich verfolgst. Und du darfst auch gerne von mir erzählen. Erzähl doch einfach mal weiter, dass es mich gibt und so weiter. Oder vielleicht hast du auch andere, wo du sagst, hey, die musst du gucken. Die ist cool. Ich bin noch ein junger Account und ich brauche noch eure Unterstützung zu wachsen. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr mich dort unterstützt. Und nein, ich werde kein Experte. Ich schwöre. Wünsche euch dementsprechend einen angenehmen Tag und genießt ihn. Tschüss.